Natürlich Moll, harmonisch Moll und melodisch Moll. Wie spielt man diese Tonleitern auf dem Bass und vor allem, was sind die Unterschiede? Herzlich willkommen, ich bin Eddie Andreas von der Bass Video Akademie. Es stiftet immer viel Verwirrung, die Tatsache, dass es drei verschiedene Molltonleitern gibt. Und heute werde ich dir zeigen, wie man diese drei verschiedenen Molltonleitern auf dem Bass greift und vor allem, was die Unterschiede zwischen ihnen sind. Anfangen möchte ich mit der natürlichen Molltonleiter. Ich sage auch gerne normale Molltonleiter dazu. Eigentlich ist immer, wenn jemand nur von der Molltonleiter spricht, ist normalerweise die natürliche Molltonleiter gemeint. Und wenn man die anderen meint, harmonisch und melodisch Moll, dann sagt man es normalerweise auch dazu. Ich werde heute alle Beispiele ab dem Grundton C spielen. Ich beginne hier auf dem C im dritten Bund der A-Seite. Und heute werde ich ausnahmsweise immer die Bünde sagen, die ich spiele. Warum wirst du später sehen? Also zunächst die natürliche Molltonleiter. Ich spiele also die Bünde 3, 5, 6, dann auf der nächsten Seite wieder 3, 5, 6 und auf der letzten Seite die Bünde 3 und 5. Das PDF, was du jetzt eingeblendet siehst, das kannst du dir auch kostenlos von der Internetseite herunterladen. Den Link gibt's unterhalb dieses Video in der Beschreibung. Also und im PDF, wie du siehst, habe ich auch die Finger eingezeichnet, unabhängig von den Bünden. Also die Finger, die ich verwende in der Greifhand, sind die Finger 1, 3, 4, nächste Seite 1, 3, 4, nächste Seite 1, 3. Das ist die normale Molltonleiter und die nennt sich in Abgrenzung zu den anderen Molltonleitern natürlich Moll. Und meine Empfehlung ist in diesem Moment, wenn du diese normale Molltonleiter noch nicht kennst oder nicht wirklich gut spielen kannst, dann dir mein Video dazu anzusehen, Molltonleiter auf dem Bass. Da geht es nur um die natürliche Molltonleiter. Ich denke, die sollte zunächst mal klar sein, bevor man sich den weiteren Molltonleitern widmet. Die Molltonleiter passt natürlich zu einem Mollakkord, deswegen habe ich hier den Akkord C-Moll. Und über diesen Akkord spiele ich jetzt die C-Moll-Tonleiter, also natürlich Moll. Und wenn wir diese Tonleiter langsam spielen, dann stellen wir fest, es gibt einen problematischen Ton. Das ist der sechste Ton aus dieser Tonleiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, also der sechste Ton. Der erzeugt Spannung, wenn man ihn über den dazugehörigen Akkord C-Moll spielt. Okay, wenn ich die ganze Tonleiter schnell spiele, dann fällt das nicht auf. Und wenn ich mir Melodien ausdenke, in denen dieser sechste Tonleiterton vorkommt, dann fällt das auch nicht besonders auf. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass du in über 90%, vielleicht sogar in 99% aller Fälle nur mit der normalen Molltonleiter auskommst. Also die normalen Pop- und Rock-Songs, die stehen, wenn sie in einer Molltonart sind, eigentlich in dieser natürlichen Molltonart. Das bedeutet, dass die Melodie von dem Stück mit den Tönen aus dieser natürlichen Molltonleiter komponiert wurde, dass die Akkorde auch gebildet wurden mit Tönen aus dieser Tonleiter und natürlich dann in der Logik, dass auch du die Basslinie mit Tönen aus dieser Molltonleiter kreieren kannst. So, wenn also die normale, die natürliche Molltonleiter klar ist, dann möchte ich jetzt weitergehen zur harmonischen Molltonleiter. Und da verändert sich nur ein einziger Ton im Vergleich zur normalen Molltonleiter. Und zwar der letzte Ton, der siebte Ton. Der siebte Ton, der liegt einen Halbton höher in harmonisch Moll. Also ich spiele ganz normal die ersten Töne aus der C-Moll-Tonleiter. Ich zähle mit, bis ich zum siebten Ton gelange. Also die Tonreihenfolge, erster Ton, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter Ton. So, dieser siebte Ton aus der normalen Molltonleiter, den erhöhe ich um einen Halbton. Eigentlich war es hier Bes, jetzt spiele ich aber B. Und dann noch die Oktave C. Okay, also was die Bünde anbelangt, sind das jetzt fast die gleichen Bünde. Wieder die Bünde 3, 5, 6, nächste Seite 3, 5, 6 und jetzt Achtung auf der letzten Seite die Bünde 4 und 5. Entsprechend
ist auch die Fingerreihenfolge. Also die Finger sind dann 1, 3, 4, 1, 3, 4 und am Ende die Finger 2 und 3. Du kannst auch andere Fingersätze dafür verwenden. Ich denke, ich stelle jetzt mal das vor, was für mich jetzt einfach mal das Einfachste wäre auf den ersten Blick. Okay, ich lege jetzt wieder hier diesen C-Moll-Akkord auf. Übrigens kannst du diesen sogenannten Flächenakkord einfach als MP3 herunterladen, kostenlos natürlich. Und darüber spiele ich jetzt die C-Moll-Tonleiter, aber Achtung, harmonisch Moll, in welcher eben der siebte Ton einen Halbton höher liegt. Also der siebte Ton, der um einen Halbton erhöht wurde, und die Oktave. Ich spiele mal ein bisschen mit dieser Tonleiter, um den Sound besser ins Ohr zu bekommen. Oder mal hier eine Oktave weiter oben, ab dem C im 15. Bund. Okay, du merkst, die harmonische Molltonleiter klingt durch diesen einen veränderten Ton ein bisschen exotischer. Und wenn du Musiktheorie weißt, wenn du dich mit Harmonielehre ein bisschen auskennst, dann ist das hauptsächliche Anwendungsgebiet für diese harmonische Molltonleiter, das ist, wenn wir in einem Stück, was in einer Molltonart steht, wenn wir dort zur Dominante kommen, also zum fünften Stufenakkord, dann klingt es gut, wenn wir die harmonische Molltonleiter anwenden. Nun kommen wir zur dritten Variante der Molltonleiter, die nennt sich melodisch Moll. Und im Vergleich zur zweiten Variante, harmonisch Moll, wird wieder nur ein Ton verändert, und zwar diesmal der sechste Ton, der wird um einen Halbton erhöht. Also zähle ich wieder ab in der C-Moll-Tonleiter. Erster Ton, zweiter, dritter, vierter, fünfter. Und der sechste Ton, der war hier dieses Ass. Aber jetzt einen Halbton höher wäre es das A. Und dann geht's weiter mit B und C, wie in der harmonischen Molltonleiter auch. Jetzt kann man das so greifen, wie man möchte, mit dem A hier, also nicht A, sondern mit dem natürlichen A, aber das ist ziemlich unbequem, deswegen schlage ich vor, dieses A im zweiten Bund der G-Seite zu greifen. Also haben wir jetzt die folgenden Bünde für C melodisch Moll. Die Bünde 3, 5, 6, nächste Seite die Bünde 3 und 5 und auf der letzten Seite die Bünde 2, 4, 5. Auch das kann man mit verschiedenen Fingersätzen spielen. Ich persönlich bevorzuge es mit dem Fingersatz, den ich auch im PDF aufgeschrieben habe, und zwar mit folgenden Fingern der Greifhand. Fingernummer 1, 3, 4, dann die Finger 1 und 4 und schließlich die Finger 1, 3, 4. Das gleiche auf dem Rückweg. So, jetzt möchte ich etwas Wichtiges anmerken, wieder um Missverständnissen vorzubeugen. Das ist die melodische Molltonleiter, wie sie in der modernen Musik verwendet wird, Rockmusik, Jazzmusik vor allem. Und was oftmals für Verwirrung sorgt, ist die Tatsache, dass in der klassischen Musik die melodische Molltonleiter so aufwärts gespielt wird, wie ich es gerade eben gezeigt habe, und dann aber abwärts aus melodischen Gründen die natürliche Molltonleiter gespielt wird. Also wenn du eine klassische Ausbildung machst, dann hat wahrscheinlich dein Lehrer dir die melodische Molltonleiter so beigebracht, aber im Jazz ergibt das keinen Sinn. Deswegen sagt man auf Englisch auch zur Abgrenzung Jazz Melodic Minor. Also die melodische Molltonleiter, wie sie im Jazz verwendet wird, aus dem einfachen Grund, wenn wir im Jazz diese melodische Molltonleiter verwenden über einen Akkord Minor, Major 7, also ein Moll-Akkord mit einer großen 7, dann passt diese Tonleiter wie die Faust aufs Auge. Und ob wir jetzt die Tonleiter aufwärts oder abwärts verwenden in unserem Solo, das interessiert ja keinen im Jazz. Wenn dieser Moll-Akkord die große 7 hat, dann sollten wir sie in der Improvisation in der Tonleiter
eben auch drin haben. Deswegen ergibt es keinen Sinn, in der modernen Musik die Tonleiter abwärts anders zu spielen, als wir sie aufwärts spielen. Das mag in der klassischen Musik anders sein. Wenn da ein Komponist vor dem leeren Blatt sitzt, kann der aufschreiben, was für ihn am besten klingt, und andere spielen das dann vom Blatt ab. Aber wenn es um die Jazz-Improvisation geht, ist also die melodische Molltonleiter im Sinne von Jazz Melodic Minor, dies immer gleich, egal ob auf oder abwärts, egal was die anderen erzählen, einfach im Hinterkopf haben. Die klassischen Musiker, die sehen das anders. Jetzt fehlt uns noch wieder der Vergleich mit dem Moll-Akkord. Den habe ich hier wieder. C-Moll-Akkord. Und spiele jetzt also diese Tonleiter C-Moll melodisch darüber. Okay, das ist, finde ich, ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang. Es geht los wie eine normale Molltonleiter und dann am Ende haben wir im Vergleich zur normalen Molltonleiter eben den sechsten Ton und diesen siebten Ton um einen Halbton erhöht. Und das sorgt dafür, dass eigentlich die letzten Töne aus dieser melodischen Molltonleiter, die sind genau gleich wie auch bei der Dur-Tonleiter. Also das könnte jetzt also auch C-Dur sein. Nur hier beim dritten Tonleiterton hören wir, dass es wirklich eine Molltonleiter ist, hier mit der kleinen 3. Sinn, diese melodische Molltonleiter anzuwenden. Einerseits, wie ich schon gesagt habe, wenn wir einen Mollakkord haben mit einer großen 7 oder auch mit einer großen 6, denn der sechste Tonleiterton ist ja ebenfalls um einen Halbton erhöht, dann passt eben diese melodische Molltonleiter gut. Aber vor allem lohnt es sich auch, die verschiedenen Modes, die verschiedenen Modi zu lernen von dieser melodischen Molltonleiter, denn davon kommen ziemlich viele in vielen Jazzstücken vor. Wenn ich zum Beispiel den vierten Modus nehme von melodisch Moll, dann erhalte ich die Skala lydisch B7, auch genannt mixolydisch Kreuz 11, und die funktioniert sehr gut über einen dominant Septakkord mit einer Kreuz 11. Okay, das war jetzt schon etwas fortgeschrittene Harmonielehre. Wenn du das alles weißt und kannst, spielst du wahrscheinlich schon selber Jazz-Gigs oder bist vielleicht selber Basslehrer. Falls nicht, empfehle ich dir meinen Videokurs Kirchentonleitern, also die Modes, wirklich verstehen und anwenden. Da geht's fast bei null los. Du musst eigentlich nur die Dur-Tonleiter kennen, um dann mit mir zusammen die verschiedenen Modes oder Kirchentonleitern ableiten zu können, den Klang zu verstehen und auch zu verstehen, wie und wo man das dann anwenden kann. Und wenn du dich speziell für Jazz interessieren solltest, dafür gibt es meinen neuen Videokurs Jazz Bass für Einsteiger. Da geht es auch wirklich ganz einfach, ganz simpel los mit dem C-Dur-Akkord und mit der C-Dur-Tonleiter. Und nur im letzten Kapitel kommen wir dann mal kurz dazu, diese exotische Tonleiter lydisch B7 anzuwenden, die ich gerade eben gespielt habe. Hast du Fragen zu diesem Video, dann stelle sie mir gerne in den Kommentaren unterhalb dieses Videos. Abonniere auch meinen Kanal, falls noch nicht geschehen, und dann sehe ich dich hoffentlich bald wieder. Tschüss.